Vor langer Zeit hat Bagdad einmal einen Kalif regiert. Das ist so wie bei uns der Bundesrat oder in anderen Ländern der Kaiser oder der König. Der Kalif hat Chasid geheissen. Jetzt, an einem heissen Nachmittag, ist der Chasid gemütlich auf seinem Sofa gesessen, hat Kaffee getrunken und aus einer langen Pfeife geraucht. Es war ihm wohl, aber er hat einen weggeseufzt. Ist das langweilig. Schlafen, Kaffee trinken, regieren, immer das Gleiche. Langweilig. Ich glaube, ich mache nur ein Mittagsschläfchen. Aber in dem Augenblick ist die Türen aufgegangen und der Grossvezier ist hineingekommen. Das ist der, der dem Kalif geholfen hat, regieren. Er hat Mansur geheissen. Der Mansur macht eine Verbeugung bis fast am Boden ab und sagt, «Hoheit, draussen ist ein Hausierer mit einem Kasten voll schönen Sachen. Können Sie vielleicht etwas brauchen?» «Nein, brauchen kann ich nichts, aber es ist wenigstens eine Abwechslung. Wie sieht er aus?» «Oh, ein kleiner Dicker mit schwarzen Kruseln und einer Herdöpfelnase.» «Gut, gut, lass ihn rein.» Gleich daraufhin ist der Hausierer reingekommen und hat seinen Kasten aufgemacht. Es hat wirklich schönes Zeug drin gehabt. Nicht etwa so Schuhbündel und Pfannenribbeln. Nein, nein, silberne Strähle und Pistolen und sonnige Sachen. Der Kalif hat den ganzen Kasten leer gekauft und zuletzt ist nur noch so eine gespässige Dose vorgeblieben. Der Hausierer hat dem Kalif in die Hand gedrückt und gesagt, «Die gebe ich euch als Geschenkli, weil ihr mir so viel abgekauft habt. Salim alaikum.» Das heisst auf Deutsch leb wohl. Dann hat er eine Verbeugung gemacht und ist gegangen. Gewunderig hat der Kalif die Dose aufgetan und gerufen. «Schau auch da! Ein schwarzes Pulver und ein verrumpfeltes Papier. Es steht etwas drauf, aber ich kann es nicht lesen. Es ist, glaube ich, eine fremde Sprache. Geh meinen alten Lehrer holen, den Selim, der soll es übersetzen.» Der Selim, der hat ganz in der Nähe gewohnt und ist sofort gekommen. Er hat das gespässige Papier genau angeschaut und gesagt, «Das ist Latinisch. Und das heisst, o Mensch, wenn du dieses findest, dann freue dich. Sobald du von diesem Pulver schnupfst und dazu sagst Mutabor, kannst du dich in jedes Tier verwandeln und verstehst auch seine Sprache. Willst du wieder ein Mensch werden, verneige dich gegen Sonnenaufgang und sage dazu Mutabor. Aber hüte dich zu lachen, während du ein Tier bist. Sonst vergisst du das Zauberwort und bleibst ein Tier.» Wo der Selim fort war, hat der Kalif vor Freude einen höheren Gump gemacht und gerufen, «Juhu, Mansur! Das ist denn ein Geschenk. Du erzählst auch niemandem etwas. Und komm ich morgen abholen. Oh, das wird glatt. Dann gehen wir uns verwandeln.» Am nächsten Morgen sind die beiden in aller Herrgottsfrühling spazieren. Der Kalif hat die Dose mit dem Pulver fest in der Hand gehabt. Bald sind sie zu einem Teich gekommen und haben einen Storch gesehen, der auf und ab gestolziert ist und Frösche gesucht hat. Ein anderer Storch ist gerade in die Herzflüge gekommen. Da sagt der Kalif, «Du, Mansur, wie wär's, wenn wir Störche hören? Dann verstehen wir, was die miteinander schwätzen. Aber ja, nicht lachen, gell? Ich will dann nicht meiner lebendigen Störche bleiben.» Er hat die Dosen aufgemacht, beide haben die Nase voll geschnupft und dreimal gerufen, «Mutabor! Mutabor! Mutabor!» Da sind ihre Beine zusammengeschrumpft, sind ganz dünn und rot geworden. Aus den Armen hat es Flügel gegeben, der Hals ist ihnen aus den Achseln rausgeschossen und am ganzen Körper haben sie weisse und schwarze Federn gehabt. Zuerst haben sie einander ganz verstaunet angeschaut und dann hat der Kalif gesagt, «Oh, hast du ein herziges Schnäbeli, Mansur? Ja, und die schnusigen Beinchen direkt zum Verlieben?» Und der Mansur hat zur Antwort gegeben,
Ja, ja, Hoheit, aber Sie sind auch nicht schlecht. Sie sind ein prächtiger Storch, ein richtiger kalifliger Storch sind Sie. Oh, passen Sie auf, der zweite Storch ist gelandet. Jetzt gehen wir schauen, ob man storchisch versteht. Aber ja, nicht lachen. Der Kalif und der Mansur haben sich hinter einem Gestrüpp versteckt und den beiden richtigen Störchen zugeschaut. Guten Morgen, Frau Klapperschnappel. Sind Sie auch schon da? Schönes Tägli heute, gell Sie? Ja, wirklich, schönes Tägli, Fräulein Langbein. Darf ich Ihnen ein Stückchen Eidechsli anbieten oder ein frisches Beinchen? Nein, danke. Ich darf heute nichts essen. Ich bin heute Abend an einem Ball eingeladen und mit einem vollen Bauch kann ich nicht tanzen. Ich muss jetzt noch ein bisschen üben. Wie geht jetzt auf die Melodie? Ja, 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 rechter und jetzt links. Ja, 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 zwei Schritte für sie, drei Schritte zurück. Der Kalif und der Mansur haben mit grossen Augen zugeschaut. Und dann hat der Kalif gesagt: Du, wir müssen gehen. Ich kann das Lachen nicht mehr verheben. Schau, wie sie mit den Augendeckeln klappert und mit dem Schwanz hin und her gewackelt. Wenn sie noch nicht noch Bein verwickelt. Au, 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 pass auf, jetzt geht sie dann noch ins Wasser. Jetzt haben die beiden verzauberten Störche bei Gost gelacht, bis sie fast verspritzt sind. Das Fräulein Langbein ist nämlich in ihrem Eifer tatsächlich hinter den Teich hineingetrollt und patschnass wieder rausgekommen. Sie hat pfnutschget und sich geschüttelt und ist in einer Taube davon geflogen. Nach einer Weile hat der Mann so gesagt: Oh, ach so, das ist jetzt aber lustig gewesen. Oh, jetzt muss ich aber heim, so schimpfte meine Frau. Also dreimal verneigen und sagen: Dings da, jetzt habe ich bei Gast das Wort vergessen. Mu, wie geht's weiter, ums Himmels Willen? Aber der Kalif hat's auch nicht mehr gewusst. Ums Guckers ist ihm das Zauberwort nicht mehr in den Sinn gekommen. So mussten sie störch bleiben. Traurig sind sie durch die Felder gepeinelt. Ja, nicht einmal ein Nest haben sie gehabt. Sie haben doch nicht gewusst, wie man so etwas macht. Und mit dem Essen war es auch schwierig. Natürlich hat es Obst gehabt, Bäume und Gemüse auf den Feldern. Aber essen sie einmal einen unreifen Äpfel oder einen rohen Blumenköhl mit einem so einen langen Schnabel? Gott sei Dank konnten sie wenigstens fliegen. Und wenn sie zu fest Heimweh hatten, sind sie aufs Dach vom Palast geflattert und haben geschaut, was so läuft daheim. Zuerst waren alle Leute traurig, als der Kalif und der Mansur nicht mehr gekommen sind. Aber schon nach ein paar Wochen mussten die beiden armen Störche mit anschauen, wie ein grosses Fest gefeiert worden ist. Ein dicker Mann mit schwarzer Kusel und einer Herdöpfelnase ist auf einem herrlichen weissen Ross gegen den Palast zugeritten. Er hatte einen goldgestickten Samtmantel an. Die halbe Stadt ist ihm nachgelaufen und hat gerufen: Hey, mit zu einem Herrscher von Bagdad! Jetzt, wo der Kalif und der Mann so recht geschaut haben, merken sie, dass der neue Kalif, der Mitzra, der gleiche Mann ist, der ihnen die Dose mit dem Pulver geschenkt hat. Der hat ein schönes Kleid, hat der Kalif gejummert. Dort zu Bagdad bleibe ich nicht mehr. Komm, wir gehen nach Medina, da kommen wir auf andere Gedanken und vielleicht fällt uns dann das Wort wieder ein. Aber Medina ist ziemlich weit weg und schon nach kurzer Zeit hat der Mann so geklagt: What? Ich mag nicht mehr. Ich bin das Fliegen halt noch nicht so gewöhnt. Dort unten hat es eine alte Ruine. Dort könnten wir übernachten. Der Kalif Storch war einverstanden und so sind sie die Ruinen runtergeflogen, gut geschützt zu Plätzchen suchen. In diesen dunklen Mauern war es aber ganz unheimlich. Lange, schmale Gänge und von weitem so ein gespässiges Säufen und Stöhnen. Der Mann so hat den Kalif am Flügel gepackt und gestackelt: Oh, gehen Sie nicht weiter, bitte, bitte, bitte. So eine Geisterin. Aber der Kalif war auch als Storch ein tapferer Mann. Er hat sich losgerissen und ist dem Geräusch noch. Der Mann so hinten drin, vor Angst hat ihm der Schnabel ganz von selber geklappert.
Nach einer Weile stehen sie vor einer Tür, wo ein Spältchen offen war. Der Kalif hat sie aufgedrückt und sie sind in einer modrigen Kammer rein, dunkel und kalt. Nur durch ein Gitterfenster hat ein bisschen den Mond hineingeschonen. Auf dem Boden aber ist eine grosse Nachteule gekocht. Dicke Tränen sind aus ihren riesigen Augen gekugelt und sie hat ganz schüle gejummert. Aber wo sie die beiden Störche sieht, hat sie ein Freudengeschrei losgelassen, ist ganz aufgeregt umeinander geflattert und hat gerechtet. Endlich! Störche! Störche! Schon in meiner Jugend hat mir eine alte Frau vorausgesagt, dass wir Störche mal im Glück bringen. Wir können mir gut helfen, gell? Ich bin nämlich verzaubert. Ich bin keine Eule. Ich bin eine Jungfrau. Ja, das habe ich gerade gedacht, sagte Kalif Storch, weil du so gut schwätzen kannst. Aber wir glauben nicht, dass wir dir helfen können. Wir sind ja selber verzaubert. Und er hat ihr alles erzählt, was ihnen passiert ist. Da ist die Eule ganz näher zu den Störch an und hat zu ihnen gesagt: Passe gut auf. Ich heiße Prinzessin Lusa. Mein Vater ist der König von Indien. Der böse Zauber Amitra wollte mich heiraten. Aber ich habe ihn nicht genommen. Und er hat meine Eule verwandelt. Er muss jetzt leben in einer verlatterten Mauer. Und ich löse, kann ich nur werden, wenn mich einer wohl heiratet. Dafür helfe ich ihm, dass er auch wieder Menschen werden. Der Kalif und der Wesir Storch haben zuerst ein bisschen dumm reingeschaut und dann sind sie miteinander vor die Tür raus, um den Fall zu besprechen. «Das ist jetzt schon ein bisschen blöd», sagt der Kalif. «Aber du kannst sie auch nicht.» «Oh nein, warum denn nicht? Ich habe doch schon eine Frau. Nein, also das tut mir nicht gerecht, die zwei und sie gar keine. Und überhaupt, meine Frau würde schön schimpfen, wenn ich mit einer jungen Prinzessin heimkomme, mit einer schönen. Nein, da bleibe ich lieber ein Storch.» Hey, «Das ist es ja», seufzt der Kalif. «Wenn ich nur sicher wäre, dass es dann nachher auch eine schöne, junge Prinzessin ist. Und dann noch die Stimme, die sie hat. Aber es bleibt mir halt nichts anderes übrig. Ich muss, denke ich, den Sauröpfel beissen.» Und dann ist er zur Eule und hat ihr versprochen, er würde sie heiraten. Aber nur, wenn sie ihnen helfe. «Oh, danke tausendmal. Kommt schnell mit, aber leise. Heute ist Vollmond. Da hat sie mit zweimal Zauberer versammelt. Mit seinen Hexenfreunden. Da erfahren wir vielleicht etwas.» Die Eule ist vorausgeflattert und bald sind sie vor einem Mauerspalt gestanden. Dort hat Licht durchgeschimmert und man hat in einen Saal gesehen. Um den Tisch herum sind etwa so ein Dutzend unheimliche Männer gesessen. Lauter Zauberer, der Mitzrat mit drin. Sie haben getrunken und gerölt und jeder hat erzählt, was er wieder angestellt hat. Am meisten haben sie über Mitzra seine Streich gelacht, wo er am Kalif und dem Mansur gespielt hat. «Was hast du denn für ein Zauberwort aufgegeben?» haben sie gefragt. Und der Mitzra, der schon einen Rausch gehabt hat, lallt. «Ganz schwer. Latinisch. Mutabor. Das kommt ihnen nie wieder in den Sinn.» Kaum haben Störche das Wort gehört, sind sie mit ihren langen Beinen wie ein bisschen Wetter durch den Gang durch, bis sie draußen gewesen sind. Die Eule hat ihnen kaum genommen. Dreimal haben sie ihre Hälse bis am Boden runtergebückt, der Sonne zu, die gerade am Himmel aufgegangen ist und gerufen. «Mutabor! Mutabor! Mutabor!» Sofort hat sie sich verwandelt. Sind als Menschen da gestanden. Der Kalif und der Mansur haben sich umarmt und verküsst und haben einander fast verdruckt vor Freude. Auf einmal sagt eine liebliche Stimme neben ihnen: «Und was ist mit mir? Komme ich keinen Kuss über?» Wo sie geschaut haben, ist die Eule verschwunden gewesen, aber eine wunderschöne Prinzessin ist vor ihnen gestanden. Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, wie froh der Kalif war. Er hat sie umarmt und gesagt: «Oh, jetzt bin ich schon noch froh, dass ich ein Storch geworden bin. Sonst hätte ich dich ja nie kennengelernt. Eine bessere und eine schönere Frau als die könnte ich mir gar nicht wünschen. Aber jetzt kommt schnell,
Wir müssen im Palast sein, vor der Zauberer von seiner Versammlung zurückkommt. Das war ein Jubel in Bagdad, wo der Kalif mit der Prinzessin und dem Grossvezier heimgekommen ist. Und der Mitzra war nämlich ganz böse mit den Leuten. Und er wollte im Palast zurück, sind die Schutzsoldaten bereit gestanden und haben ihn gefangen genommen. Und zur Strafe hat er selber von dem Pulver schnupfen und sich in einen Storch verwandeln. Er ist in einen Käfig gesperrt worden, der gerade so gross war, dass er reingepasst hat. Und hat seiner Lebtag nichts zu fressen bekommen als Schlangen und Mäuse und Eidechsen. Z Bagdad aber hat es ein prächtiges Hochzeit gegeben. Das ist 2 Monate gegangen und ein grosses Fest. Und alle haben miteinander glücklich gelebt.